Frank von Giga hier. Okay, du brauchst also ein neues Handy. Die Frage ist, jetzt einen neuen Vertrag abschließen, bei dem dein Traumgerät dabei ist, oder holst du dir lieber Handy und Tarif einzeln? Die Antwort ist ganz einfach, kommt drauf an. Entscheidungskriterien für das eine oder das andere Szenario nenne ich dir jetzt gleich nach dem Intro. Okay, fangen wir mal an, was für einen Vertrag in Kombination mit einem Handy spricht. Also das Wichtigste ist, denke ich mal, für die meisten von euch, dass ihr erstmal nicht so eine hohe einmalige finanzielle Belastung habt. Das ist, wie gesagt, das wichtigste Argument für viele von euch und auch für mich. Ein neues Smartphone, das kostet schon mal ein paar hundert, bei den richtigen Top-Modellen sogar über 1000 Euro. Aber ich habe mit Absicht nicht gesagt, das ist billiger. Denn mit einem Vertrag verschwinden die Kosten des Geräts nicht, die werden einfach gleichmäßig auf die monatlichen Vertragskosten verteilt über die Gesamtvertragslaufzeit von meistens 24 Monaten. Ein Vertrag mit Gerät ist also sozusagen eine indirekte Ratenzahlung. Und das ist auch okay, das macht für viele und auch für mich oft den Unterschied zwischen kann ich mir leisten und ist viel zu teuer aus. Vor allem als Neukunde bei einem Anbieter kriegt man oft super Konditionen. Ein Tarif zum Beispiel, der, wenn man ihn einzeln abschließt, 10, 20 oder mehr Euro im Monat kostet, ist manchmal mit Gerät, wenn man den Preis für das Gerät rausrechnet, super günstig oder sogar kostenlos, also rechnerisch. Das heißt, mitunter lohnt es sich sogar bei solchen Angeboten, das entweder nur für den Tarif wahrzunehmen und das Handy zum Beispiel weiterzuverkaufen, oder andersrum nur das Handy zu nutzen, den Tarif zu ignorieren und dann halt zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu kündigen. Da spricht man auch vom sogenannten Schubladenvertrag bei diesem Konzept. Aber solche Angebote muss man schon suchen und die Gesamtkosten über die Vertragsdauer mit dem Wert des Gerätes gegenrechnen. Wie das genau geht, verrate ich euch im Video Handyvertrag günstig. So wirst du nicht abgezockt. Gute Angebote listen wir auch auf giga.de/deals. Nächstes Argument, bessere Konditionen für langjährige Kunden. Mitunter bieten die Anbieter solchen Kunden, die schon lange dabei sind, hervorragende Sonderkonditionen an. Die besten Konditionen bekommt man in der Regel dann, wenn man seinen Vertrag kündigt. Dann meldet sich die sogenannte Kundenrückgewinnungsabteilung. Die können mehr machen als die Vertragsverlängerungsabteilung. Die schmieren einem dann so ein bisschen Honig ums Maul und dann kann man auch mit denen verhandeln. Aber mein Tipp, Neukundenangebote sind trotzdem meistens besser. Mein Tipp dazu für euch, Verträge nicht direkt am Telefon abschließen. Lasst euch das Angebot schriftlich zuschicken oder euch zumindest Bedenkzeit geben und vergleicht in der Zwischenzeit auch mit anderen Angeboten. So, und was spricht jetzt gegen eine Kombination aus Handy und Neuvertrag? Also, erstmal leichter wechseln. Mit einer Prepaid-Karte oder einem anderen SIM-Only-Tarif kannst du, ist natürlich abhängig vom Vertrag, oft flexibler wechseln und bist nicht auf Gedeih und Verderb an die Mindestvertraglaufzeit von in der Regel 24 Monaten gebunden. Neben Prepaid gibt es beispielsweise auch viele Laufzeitverträge mit einer Kündigungsfrist von nur einem Monat. Wenn dir ein Angebot unterkommt, das mehr Leistung fürs gleiche Geld oder sogar für weniger Geld bietet oder du einen findest, der besser zu deiner aktuellen Lebenssituation passt, dann kannst du dann einfach relativ zeitnah wechseln. Anderes Argument, mehr Auswahl. Bei Kombinationen aus Vertrag und Handy ist man ja darauf angewiesen, dass der Anbieter auch das Handy im Angebot hat, das man möchte. Entkoppelt man nun sozusagen den Vertrag und das Gerät, hat man eine immens größere Auswahl, was die Handys angeht. Bei Vertragskombis aus Handy und Tarif bekommt man meist einen Tarif, der im Preisniveau zum Gerät passt. Was meine ich damit? Ein günstiges Xiaomi-Handy zum Beispiel gibt es oft mit wenig Datenvolumen und nur 4G. Das neueste iPhone hingegen meist mit üppig Daten, 5G-Geschwindigkeit und dementsprechend natürlich auch hohen monatlichen Kosten. Das so zu mischen, also zum Beispiel ein teures iPhone und einen günstigen Vertrag, das ist oft nicht möglich. Bei einer selbstgewählten Kombination ist das einfach anders. Weiteres Argument, ein Handy kann man sich auch so per Ratenkauf besorgen. Ich hatte ja eben das Argument erwähnt, dass man mit einem Vertrag inklusive Handy geringere einmalige Kosten hat. Aber auch ein Handy im Einzelkauf kann man per Ratenzahlung, ich sag mal, abstottern. Heute sagt man eigentlich finanzieren dazu. Sowohl Hersteller als auch Mobilfunkanbieter als auch Shops und sogar Finanzdienstleister wie PayPal bieten das mittlerweile an. Mein Tipp dazu,
Informiert euch auf jeden Fall über etwaige Zinsen, wie hoch die sind, seid euch über mögliche Folgen wie Schufa-Einträge im Klaren und holt euch nur Geräte, die ihr auch tatsächlich bezahlen könnt. Das gilt aber auch für normale Mobilfunkverträge. Bei einem Laufzeitvertrag ist es auch wichtig, dass man nicht vergisst zu kündigen. Denn tut man das nicht, also kündigt man nicht, dann hat man nach Abschluss der Mindestvertragslaufzeit oft schlechtere Konditionen. Dazu habe ich auch ein Video gemacht, das findet ihr unter 5 Gründe, warum du jetzt deinen Handyvertrag kündigen solltest. Während man die Argumente für eine Trennung von Gerät und Tarif grob mit mehr Flexibilität zusammenfassen kann, spricht für Vertragspakete zusammenfassend das Thema Einfachheit. Ich persönlich war schon in beiden Lagern unterwegs und bin der Auffassung, dass beide Standpunkte auch irgendwo ihre Berechtigung haben. Wichtig ist aus meiner Sicht vor allem, dass man sich vorher informiert und nachrechnet, wo man zum Schluss am günstigsten landet. Hat dir das Video weitergeholfen? Das freut mich sehr. Dann gib mir doch gerne ein Like, abonniere unseren Kanal auf YouTube und für mehr solcher Videos Abo nicht vergessen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!